Dieses Video verwendet Audiodeskription, um das Erlebnis für sehbehinderte und blinde Menschen zu verbessern. Wenn du sehend bist, empfehlen wir das Originalvideo, welches unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Texteinblendung. Music by Christaova 9820. Texteinblendung. Additional Music by Delirium Tremens. In schneller Abfolge: Holger beim Zähneputzen, Schuhe anziehen, Rucksack packen, fertig für eine neue Tour. Danach wird das Logo des Heartbeat Ultralaufes angezeigt. Im Hintergrund der Blick auf ein Fußballstadion von der Tribüne aus. Hey Leute, Radio Fuck Bauer ist wieder auf Sendung. Das war Terminal Pieces from Razor und jetzt die neue Delirium Tremens EP. Der Lauf ist in Runden unterteilt. Jede Runde wird mit dem gleichen Bild eingeleitet. Darauf sieht man das Logo des Heartbeat Ultralaufes sowie die Hände von Holger und Christa, verbunden mit einem Ring, wie er im Blindenguiding verwendet wird. Heartbeat Ultra Runde 1. Bubblenet immer so arg schmarri. Asphaltweg, landwirtschaftliche Gebäude links und rechts Wiese, Zaun einer Pferdekoppel. Kamera blickt auf Christa und Holger von vorne. Oh, servus, liebe Leute. Wir sind jetzt hier in Fulda. Wir sind auch schon durchgestartet beim Heartbeat Ultralauf. Das ist ein Spendenlauf, ist ein 6 Kilometer langer Rundkurs und man kann den gehen, so oft man möchte. Wir haben jetzt so Schilder dran gekriegt mit zum Transponder. Und immer wenn wir durchlaufen, macht es Beep. Genau, wir sind also voll digital, ne? Ja. Durch die Bank registriert. Blick auf die beiden. Links ein Parkplatz, rechts Wiese und Bäume. Im Hintergrund einige Läufer. Hier kann im Prinzip jeder mitlaufen. Wer auch nur spazieren will, kann schon mitgehen. Hier laufen auch Kinder mit. Hunde. Und natürlich viele Marathonläufer. Blick auf die Füße der beiden. Asphaltweg. Danach schwenkt Blick auf die Seite. Blick auf Bäume und Sträucher. Soeben sind wir gerade erkannt worden. Ja. Aufgrund unseres YouTube-Videos vom Megamarsch. Ja, cool, ne? Schönes Leute. Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl, ehrlich. Ja. Die beiden auf einer Holzbrücke gefilmt von vorne. Wir sind sehr schnell unterwegs. Ja, weil die Christa es so wollte. Leute, ich kann nichts dafür. Ich wäre viel gemütlicher gegangen. Ja, ne? ja, babbel nicht immer so schmackig. Ich babbel doch nicht. Doch. Blick auf beide von vorne, rechts Bäume, links Wiese. Wir konnten unsere Rucksäcke auf der Tribüne stehen lassen. Und ich habe extra so einen Anhänger dran gemacht, mit einem Sorgenwürmchen gehäkelt, wo mein Hund, die Emma, reingebissen hat. Das erkennt man wieder. Aber zum Thema Rucksack. Beim Megamarsch in Nürnberg, da habe ich gemerkt, es ist wichtig, dass der Gurt unten am Becken sitzt, weil mir hat die Schulter alles weh dran. Ich bin halt so groß und der Rucksack so klein. Und dann ist der Gurt nicht am Becken gewesen. Und irgendwie war das von der Gewichtsverlagerung sehr schwierig. Da haben wir vielleicht noch einen Meter, ne? Runde 2. Ein furchtbarer Mensch. So, und so, liebe Leute, sind wir jetzt dann schon in der zweiten Runde. Christa, ist es dir zu schnell? Sag Nein. mal. Okay, alles klar. Die beiden wieder auf der Holzbrücke. Blick aus der Ich-Perspektive auf einen Fluss. Ist das nicht toll? Ja. Stadtpark in Fulda, einfach wunderschön. Meine ich eigentlich ganz ernst, der ist an manchen Stellen echt schön. Es sind noch Enten. Wie schon gesagt, diese Strecke hat halt auch was von täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Man trifft halt immer die gleichen Leute und es macht ja auch Spaß. Blick auf beide von vorne,
links Wiese und weiter weg ein großes Gebäude, eventuell ein Autohändler. Pflastersteine, rechts Wiese. Beim Megamarsch habe ich gemerkt, dass mir die rechte Achillessehne total sticht und weh tut beim Laufen. Ne? Und hat meine Chefin gesagt, Grüße gehen raus, ich soll mir einfach in den Schuh bei der Ferse einen Bockkarton oder irgendwas reinlegen. Mein Freund hat es dann professionell gemacht, so eine Schuheinlage abgeschnitten. Da passt genau die Ferse drauf. Jetzt tut nichts mehr weh. Wir werden sehen, ne, ob sich das auch bewahrheitet alles. Ja. Auf eine gewisse Distanz. In wenigen Sekunden erscheint als Texteinblendung furchtbarer Mensch und ein Pfeil, der auf Holger zeigt. Hans, da halten wir euch auf dem Laufenden, ne? Wie ihr ja wisst, ne, ich bin da immer ein wenig pessimistischer bei sowas. Ja, ne? Der ist furchtbar. Ich bin nicht furchtbar, Mensch. Blick auf beide von vorne, Asphaltweg, links und rechts Wiese. So Leute, also das ist ja ein Spendenlauf für von Tarnherzen e.V. Die unterstützen Kinder, die herzkrank sind. Ihr könnt da spenden und zwar je nachdem, wie viele Runden wir schaffen heute, könnt ihr euch sagen, ja, man spendet halt zum Beispiel 2 Euro pro Runde auf Christa. Und wenn die Christa heute zum Beispiel 6 Runden schafft, ja, dann ist das halt 6 mal 2, wären dann 12 Euro Spende. Und schreiben euch in die Videobeschreibung rein, an welches Konto man das dann spenden kann und wie, mit welchem Verwendungszweck und so weiter. Ja, wir fühlen uns ja schon wie so Berühmtheiten jetzt langsam. Ne? Also hier haben uns jetzt schon mehrere Leute erkannt. Ja. Durch unser Video vom Megamarsch in Nürnberg. Finden wir natürlich super. Ne? Also, ne? Komisches Gefühl. Ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl, ja. Also, wie wir mit dem großen Erfolg zurechtkommen. Ja, mal sehen. So Leute, dann haben wir jetzt gleich die zweite Runde beendet. Ne? Christa, wie fühlst du dich? Gut, es gibt erstmal Cola und eine Handvoll Erdnüsse. Und dann geht's weiter. Jawohl. Runde 3. Ein klares Nein. Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Zeitraffer, Blick aus Ich-Perspektive, links Parkplatz, rechts Wiese. Dritte Runde und zur Abwechslung jetzt mal die Brücke von vorne. Also wir haben hier gerade die Debatte, ne? Ja. Dass die Christa mir nicht glaubt, dass die Christa eines Tages mal an 100er laufen wird. Würde ich auch nicht machen, definitiv nicht. Dies wird der Fall sein? Nein! Nein! Weil du ja mit mir den 100er laufen wirst, ne? Ich werde ihn nicht mit dir und mit keinem anderen laufen. Ja, die Christa, die bildet sich ja ein, ne? Dass sie jetzt, nachdem sie den Megamarsch in Nürnberg gelaufen ist, dass sie noch ein Anfänger ist. Aber ich auch. Ich bin der Meinung, das ist nicht der Fall. Denn wenn jemand die 50 erfolgreich geschafft hat, ne, dann gehört er definitiv nichts mehr zu den Anfängern. Ich bin aber erst seit August dabei und ich fühle mich noch als Anfänger. Ja, das ist aber jetzt keine Berechtigung, hier das Tempo zu drosseln. Doch. Ne? Und ob. Wir freuen uns schon wieder auf unsere Nüsse. Und jetzt möchte ich aber auch einen Kaffee haben. Ja, ich merke schon, dass die Geschwindigkeit jetzt arg langsam wird gerade. Ja, ist halt so. Runde 4. Ganz viel Liebe. Denn wir sind super, gnadenlos und krass. Gezeigt wird das Läuferbuffet. Der Ort, wo die Läufer etwas essen und trinken können. Zu sehen sind Brötchen mit verschiedenen Aufstrichen, Bananen, Früchte, Salzknappereien, aber auch Kaffee, Wasser, Apfelschorle und so weiter. So Leute, Runde Nummer 4, ne, willkommen. Ne. Das Honigbrötchen und der Kaffee waren so gut. Ja, ist doch schön, wenn man mal ein wenig Abwechslung hat auf der Strecke, ne, mal was anderes zu essen hat. Ne. Asphaltweg, links Gras, rechts ein Zaun, Blick auf beide von vorne. Wir sind nicht mehr ganz so schnell jetzt, ne, weil die Christa nicht mehr macht. Ne. Die hat ja keinen Bock mehr. Ne. Na, die Christa will nicht mehr so schnell laufen. Ja, wir managen das schon, ne, Leute. Die kriegen wir schon wieder auf Touren. Zeitraffer, Asphaltweg, Blick aus der Ich-Perspektive. Asphaltweg,
Blick auf beide von vorne, ein Haus links, rechts Wiese. Hier laufen Leute rum, die rennen hier ohne Ende, schon seit Stunden. Und sehen uns und sagen, ihr seid gnadenlos. Dabei haben wir doch noch... Ihr seid super, dabei haben wir noch nicht mal 4 Runden jetzt. Ja. Also das ist der Hammer. Ich finde es ja lustig und finde es schön. Aber ich verstehe das. Aber die Leute sind viel krasser, als wir sie jemals sein könnten. Ja. Aber okay. Christa, was kommt da jetzt da vorne? Bauernhof. Ein Bauernhof, jawohl. Die Christa kennt jetzt die Strecke auswendig, Leute. Ja. Wir haben auch einige Bekannte hier getroffen, unter anderem auch die Melli. Und den Markus. Genau. Wir wissen jetzt nicht, ob die Melli noch eine Runde macht. Aber schauen wir mal. Wenn ja, dann sieht man sie hier. Jawohl. Asphaltweg, eine Wegbiegung, darauf ein Quadbike. Hier fährt ein Mobil, das Rote Kreuz rum. Ah. Wir schauen immer, dass es uns noch gut geht. Super. Auch cool. So, bei diesen 6 Kilometern, da wird einem ja irgendwann langweilig und man sieht die ganze Zeit die Helden hier, die hier rumrennen. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal. Also. Jawohl. Alles. Jawohl! Machen wir auch. So, in Oberursel bei der Elke gelernt, Grüße gehen raus. Wieder auf der Brücke. Blick von oben auf die beiden. So, ich habe jetzt gerade hier mit der Christa ein bisschen drüber gesprochen, ja. Wie das ist, wenn wir heute nicht so viele Kilometer schaffen, genau. Wie wir uns vorgenommen haben. Ja. Vorgenommen haben wir uns eigentlich gar nichts, aber so rein von der Zeit her, rein theoretisch, hätte man ja die 50 angehen können. Aber im Moment jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, ob wir Distanzen schaffen, weil... Gepflasterter Weg, links und rechts Wiese, weiter hinten eine Brücke. Heute haben wir ja schon was ganz was Neues erreicht, nämlich dass wir besonders schnell sind. Ne? Stimmt's? Also mein persönlicher Höhepunkt von heute, egal wie das jetzt ausgeht, also ich habe noch nie auf so lange Zeit so eine Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt. Und das ist für mich ein Grund, sehr stolz zu sein, muss ich echt sagen. Jawohl. Blick auf ein Flussufer, rohes Gras. Runde 5. Christa muss Holger 100% vertrauen. Und er versagt. So Leute, 5. Blick auf die beiden von vorne, Asphaltweg. Links Wiese und dann eine Straße, rechts Wiese. Fünfte Runde, Ja. Und wir zeigen euch immer noch hier abwechslungsreiche Bilder, Ach so, und der Holger hat voll länger Pause gebraucht wie ich. Ja, aber das nur ausnahmsweise mal, In wenigen Sekunden wird ein Text eingeblendet. Furchtbarer, leistungsorientierter Mensch, dazu ein Pfeil, der auf Holger zeigt. Und die Christa ist der Meinung, Du bist leistungsorientiert, extrem und projizierst es voll auf mich. Das bin ich nicht. Ne? Sie droht mir auch mit Anrufen bei der Dreh. Bei der Dreh, Ja. Falls ich es übertreibe. Wo mein Freund sagt, wenn man nicht mehr kann, muss man erst recht weiterlaufen. Jawohl, genau. So und ich weiß nicht, ob das so gut ist. So schaut's aus und so machen wir das auch. Ja. Ich freue mich schon jetzt auf mein nächstes Marmeladenbrötchen zum Beispiel. Oh ja, aber es gab vorhin kein Honigbrötchen. Ja, das müssen sie erst wieder schmieren. Aber trotzdem, also ich finde überhaupt dort dieses Buffet eine super Leistung von den ganzen Freiwilligen, die da auch helfen. Finde ich spitze, muss mal gesagt werden. Ja, danke. Gibt es jederzeit Kaffee, es gibt Cola, es gibt Apfelschorle, es gibt diverse Brötchen, Riegel und Powergel. So berüchtigtes Powergel, wo ich jetzt auch mal eins mitgenommen habe. Aber noch nichts getrunken, nicht. Ich bin da ja skeptisch, wisst ihr ja, gerade eben. Wir haben es jetzt leider nicht live auf die Kamera bekommen. Aber gerade eben hat es die
Christa mal wieder hinkaut. Ja, ne? Und ich war im Gras gelegen. Richtig, und den Schuh muss ich mir anziehen, weil ich da nicht aufpasst habe. Die ist praktisch an der Seite mir auskommen. Ne? Da ist ein Stufenuntergang ins Gras. Ja. Ist jetzt die Hose hat ein Loch. Die Hosen hat jetzt ein Loch, ne? Die lasse ich jetzt in Fulda. Die ziehe ich aus und schmeiße die in den Müll. Ja, nein. Aber alles halb so wild, Leute. Wir machen weiter, ne? Auch, hallo, meine Hose ist kaputt. Auch mit Loch in der Hose machen wir jetzt weiter und Schluss. Also es deutet sich an, ne, dass die Christa einen qualitativ deutlich besseren Guiding-Person erwartet, ne? Denn wir laufen ja jetzt seit August und es ist jetzt das vierte Mal, ne, dass es die Christa mal hinkaut hat. Ne? Ja. So, und die hat anscheinend eine ganz andere Erwartungshaltung. Ne? So, Christa, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Ja, so 15.15 Uhr halt. Ja, ne? Und wir müssen ja so, ich glaube um 19.50 Uhr oder so, müssen wir zum Bus, der uns dann zum Bahnhof nach Fulda bringt, um nach Hause zu gehen. Mhm. Das heißt also, wir können fast noch bis 20 Uhr laufen. Ne? Was denkst du darüber? Ne, die Christa ist jetzt zunehmend in einer Krisensituation. Oh, mein Bauch. Mein Bauch. Ja, weil halt die Beine ein bisschen wehtun, ne? Na, die sind halt schwer. Das ist halt schwer. Ah. Dann müssen wir es halt aufhängen in die Bahn, ne? Ja. In der Pause, ne? Ja. Das machen wir jetzt danach. Runde 6. Wir wollten's ja nicht anders. Blick von der Tribüne im Stadion auf das Spielfeld. Die Kamera schwenkt von rechts nach links. Unten sieht man den Stand mit dem Buffet für die Läufer. So, Leute, willkommen, ne, zur Runde 6. Ne? Meine Hose ist blutverschmiert. Ja, das ist halt, ne, passiert mal. Ne? Ja. Das Leben ist hart. Zeitraffer auf Asphaltweg, rechts Wiese, links das Gebäude des Bauernhofs. Nasser Weg, Regen, Christa und Holger nun in Regenkleidung. Wir haben immer noch so keine Beleuchtung, ne, für unsere Kamera, so ein Gegenlicht. Und deswegen wird es dann auch jetzt immer schwieriger, was zu filmen. Ne? Also bereitet euch vor auf hüpfende Stirnlampenlichter. Wir wollten jetzt nochmal sagen, es hat jetzt das Regnen angefangen und es regnet in einer Tour. Aber wir wollten es ja nicht anders. Ne? Wir sind mal wieder in einer Entscheidungsphase bei der Christa. Ne? Kennt ihr ja von mir schon, ne? Ja, es geht ihr also nicht so gut, ne? Im Moment, ne? Aber das kann sich ja auch wieder ändern, ne? Ich trinke dann, glaube ich, das Zaubergel. Genau, da gibt es ja so ein Zaubergel, das trinkt man einfach und dann sind alle Probleme gelöst. Ja. Aber ich brauche dann erst einen Kaffee. Genau, schauen wir mal, ob die noch einen Kaffee haben dort. Runde 7. Wertvolle Worte, ungefiltert. Wieder der Blick von der Tribüne aufs in das Stadion. Es ist nun dunkel und starke Flutlichter beleuchten das Spielfeld. Die beiden befinden sich oben auf der Tribüne und machen eine Pause. Seine GoPro gibt Holger nur selten aus der Hand. Aber jeder muss mal auf Toilette. Er ist jetzt mal kurz seine Blase entleeren. Und ich film jetzt mal blind. Er hat gesagt, ich soll auf die GoPro aufpassen. Also ich habe Depressionen, aber seit ich laufe mit dem Holger, sagt mein Freund auch, dass ich viel besser drauf bin. Und deshalb brauche ich auch nicht mehr so viele Antidepressiva nehmen. Nur noch eine einzige Tablette am Tag. Eine ganz niedrig dosierte. Und ich kann wirklich sagen, an alle, die Depressionen haben,
probiert's mal, wenn ihr es schafft, mit Laufen. Laufen macht glücklich, ihr seid an der frischen Luft. Weil bei mir war das früher echt voll schlimm. Dann war es schwierig, das Haus zu verlassen, es war schwierig zu lächeln. Ich wusste nicht, warum ich überhaupt früh aufstehen soll. Ach, irgendwie die Lauferei, die Medizin. Das ist toll. Ach, wollte ich bloß mal gesagt haben. Schau ich mal, ob ich blind meinen Kaffee filmen kann. Toll. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr da überhaupt was seht. Ich sehe nichts. So schaut wahrscheinlich das Video jetzt auch aus. Du hast alles super gemacht, liebe Christa. Du warst auch perfekt zu sehen, das nur zur Info. Die folgenden Szenen sind sehr dunkel, die meiste Zeit sieht man nur die Gesichter der beiden oder die Stirnlampe Holgers. So Leute, letzte Runde, die Runde 7. Warum? Weil wir uns eine Runde 8 zeitmäßig nicht mehr leisten können, denn wir haben den fixen ICE gebucht. Und den müssen wir dann erwischen in Fulda. Da wollen wir noch ein Wort verlieren zu dem Marsch selber. Wir sind da echt begeistert. Das ganze Team ist super drauf. Auch die ganzen Mitwanderer und Mitläufer und so weiter sind alle spitze gewesen. Also das muss ich sagen. Die Moderatoren sind auch super. Genau, die Moderation war auch super. Ne? Und da kommen wir vielleicht auch gern mal wieder, weil das war einfach ein cooles Event. Ja. Jetzt ist natürlich bei uns war es so, wir haben ja auch eine zeitliche Einschränkung gehabt. Also wir haben halt fixe Züge, das können wir nicht ändern. Und wir konnten auch jetzt nicht um 6 Uhr früh starten. No. Ging halt nicht, Leute. Aber okay, für uns ist das ein Top-Training gewesen. Denn wir konnten ja, also wir konnten unsere Zeit verbessern. Unsere Pausengewohnheiten konnten wir mal durchtrainieren und nachbauen, ein bisschen aufbessern. Von daher ist das ein super Event gewesen und für uns sehr, sehr wertvoll. Ja. Okay, genau. Kann ich so unterschreiben. Genau. Nachfolgend können wir noch sagen, hey, wenn ihr was spenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir werden in der Videobeschreibung dann auch noch posten, wie man das machen kann. Christa hat jetzt meine Jacke mal kurz angezogen, ne? Ja, für weil die letzte meine Runde. Quatschnass ist. Für die letzte Runde, weil ihr da halt doch noch nicht so ganz wasserdicht ist, ne? Wie? Wieder was gelernt, ne? Equipment ist alles, Leute. Ja, und ne? Die Handschuhe halten jetzt auch nicht mehr warm. Ja. Meine Hände sind eiskalt. Naja, wir gehen jetzt dann zum Bahnhof nach Fulda, da ist warm. Und ja. Dann kommt der ICE, da hocken wir uns dann rein und dann ist er Ruhe. Richtig. Ich habe euch doch gesagt, ich will euch auf dem Laufenden halten, wegen meiner Achillessehne. Also, Bianca, du bist cool. Ich habe keine Schmerzen mehr. Danke, Schnuckel, dass du mir die Sohle zurechtgeschnitten hast. Danke, 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 dann merke ich, oh, nix mehr. Jawohl. Jawohl. So, ach, und bevor wir das noch vergessen, ne, ganz wichtig, Leute, vielen Dank für alle neuen Abonnenten, die sich entschieden haben, bei uns ein Abo auf dem Kanal zu machen. Und auch das, für alle Daumen. Das ist echt wichtig und jedes Like auf unsere Videos, klasse, finden wir toll, vielen Dank. Und das war ja jetzt nicht unser letztes Abenteuer. Wir werden halt schauen, was da noch alles so auf uns zukommt. Also jetzt im Winter haben wir auch schon was geplant. Machen wir den nächsten Video dazu, genau. So, jetzt ist der GoPro-Akku leer und Schluss ist. Wir gehen jetzt heim. Leute, geht raus und bewegt euch, das ist gesund. Vielen Dank fürs Schauen und wir melden uns wieder.